Anomi. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren viralen GTA 5 TikTok Stunts Challenge von BloxPlays. Leute, wir gucken uns heute wieder ein paar Chuck-Giselle geile Stunts an. Ich weiß, ihr feiert das Format so gerne wie ich. Und man muss auch an der Stelle sagen, ich habe die Ice Bucket Challenge nicht vergessen. In Folge 2 wisst ihr, um was es geht. Und ich bin gespannt, ob es heute erledigt wird. Ich lasse ein Like für dieses Format da. Lasst ein Like für mein Video da. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen rein und let's go. So, er fährt mit dem Motorradstunt, Leute. Und dann bounce er quasi hier ab, fliegt über dieses Haus sogar noch. Alter, und wie weit man fliegt, ne? Und dann rein ins Parkhaus. Alter, das war clean, Freunde. Also den sollten wir eigentlich schaffen. Das soll eigentlich kein Problem sein. Also hier wenn fährt man anscheinend lang. Und oh Gott, ich sehe schon, mich wird der Verkehr jetzt schon nervt. Deswegen muss ich den ausstellen. Dann werden wir quasi hier abbouncen, Leute. Hier über das Haus rüberfliegen. Und dann hier irgendwo rechts oder links drin landen, Leute. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Das sollten wir schaffen. Jetzt heißt es aber erstmal Anschwung nehmen und gucken, dass der Verkehr nicht im Weg ist. Sonst müssen wir wieder ausschalten. Ich habe jetzt einmal vorsichtshalber schon mal die Autos ausgestellt, Leute. Damit wir nicht irgendwie nervige Sachen erleben. Und tschüssi, das war's. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall über dieses Haus rüber. Da müssen wir einfach den richtigen Bounce finden, dann klappt das schon. Ich glaube, das ist auch gerade erstmal so mein zweiter Motorradstand, den ich probiere. Und ja, oh, nein! Ganz knapp. Also eigentlich sollten wir echt nicht allzu lange an diesem Stunt hängen. Soweit ich weiß, ist es ein dritter Motorradstunt, Bro. Ich bin kein Motorradprofi, aber es sieht auf jeden Fall doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Das müsste einfach hier so reingleiten. No. Nicht schlecht. Fast. Okay, das sah also schon nicht schlecht aus. Das war schon echt gar kein schlechter Versuch. Ne? Mhm. Ich glaube, diesen Motorrad sollte ich auch echt schnell bekommen. Und hör auf, Fotos zu machen. Keine Fotos. Leute, wer kennt's nicht, wenn wieder die Fans unangekündigt Bilder machen, Digga, mit dem Moped kurz reinfahren. Hau rein, Bruder. Aber sonst wollte ich mich auf jeden Fall einfach mal bedanken für den heftigen Support auf diese Serie. Ihr feiert ja, Mann, den kriegst du auch von mir, Bro, weil die Serie ist krass. Oh, komm, wir müssen ein bisschen dahin gleiten. Oh, nein, er ist zu niedrig. Oh, schade. Nein, wir fliegen drüber. Och, Mann. Oh, aber überlegt. Macht auch so Motorstand richtig, richtig viel Spaß. Aber wie ich schon eben gesagt, Leute, es ist so unnormal, wie ihr die Serie feiert. Mir macht es auch mega, mega viel Spaß. Stell mal vor. Geht doch gar nicht, dass wir den jetzt nicht schaffen. So, mit Vollspeed sind wir auf jeden Fall auf gutem Wege. Ja, in die Hölle. Ich kann mir noch nicht entscheiden, ob ich am Ende erst hochziehen soll oder schon vorher. Weil, ja, zieh vorher hoch, zieh hoch, zieh hoch, Mayday. Ich bin sogar fast hier schon auf dieses Dach darauf, ne, aber leider nicht, aber alles entspannt. Oh, ey, hä? Alter. Ich hab auch gedacht, wir treffen den, Junge. Der weg? Ey, du Idiot, Mann, du Dummi. So. Er gibt ihn einfach Kinnhaken. Ja, moin. Oh, jetzt aber. Oh, oh, der ist gut, Freunde. Oh, ja, Mann, der sieht sehr gut aus. Nein, nein, ja, nein. Oh, Jolly. Oha, was ist da denn passiert? Ich habe gesehen, wie die weggeflogen ist. Okay, der ist sogar. Ah, wir sind ein bisschen zu hoch. Ich mache jetzt nochmal Backflip. Vorsichtig. Vorsichtig rein. Vorsichtig. No. Oh, im Endeffekt Gott. Muss man halt einfach nur so ein bisschen Glück haben, dass man halt. Komm hoch da. Junge, jetzt. Gott. Ja, perfekt. Ja, ja, nein. Zu niedrig. Zu niedrig. Eng, verdammt. Oh. Schade. Ja, komm. Komm. Oh. Ja, der Stunt sieht auf jeden Fall nicht einfach aus, ne? Und eingeparkt. Oh, Bodenwelle. Und hoch okay, da. Komm, jetzt. Der Versuch ja, wird gut sein, das könnte der was werden. Wird das wird was. Sein. Das wird was. Safe. Wir gehen ein bisschen runter. Wir gehen ein bisschen runter. Oh, nee. Ey, Jimmy 2. Ey, was geht denn bei dem ab? Der hat ja Metallkopf, Leute. Was Junge, ist denn bei dem los? Eigentlich wütend? Ich hatte mir den Stunt ja so ein bisschen leichter vorgestellt. Ne? Ich meine, gut, ja, der Bounce, ich hab dir gefühlt jetzt gerade jedes Mal. Aber wir müssen halt perfekt auch in dieses Parkhaus hier rein. Ne? Und jetzt müssen wir eigentlich nur... Perfekt. Och, schon wieder. Warum sind da immer überall Leute, wo er hinfliegt? Roter das Pullover, ist ja geisteskrank. Roter Helm, rotes Motorrad, weiße Schuhe. Und jetzt wird's, ich sag euch, der wird's aber jetzt so richtig... Der wird's jetzt so richtig. Wow! Ja! Nicht schlecht. Oh mein Gott, Leute. Einfach Chapeau. Der rote Style, wie clean wir das geregelt haben. Oh mein gut Gott. Gemacht, Alter, gut gemacht. Das war immer mega, mega. Bis dato richtig geil. Ich hab's gerade geschafft. Also dafür müsst ihr auf jeden Fall mal einen Like da lassen. Hab ich schon, Bruder. Zum nächsten Stand. Ich habe ja schon ganz oft probiert, mit dem Scrambled auf der Maze-Bank zu landen. Ich glaube einmal oder zweimal schon probiert. Und dann noch einmal auf dem Kran. Und diesmal jetzt wieder von einer anderen Location. Und ob wir es von dieser Location schaffen, guck mal, wie clean okay. Da einfach oben drauf ist. Nicht schlecht. Ich kurz noch mal sehen. Also er boostet quasi hier. Das Ding ist viral gegangen, Leute. 225.000 Likes. Durch diese Brücke durch und dann wird er richtig, richtig knapp da oben landen.
Alter, wie clean das ist. Na, mal gucken, das war sehr, sehr knapp. Scramjet voll aufgetuned. Stunt ist bereit, Leute. Hier springt er quasi und dann boostet er so, glaube ich, auf die Mace Bank. Fehlt. Es könnte, glaube ich, ein bisschen schwierig sein. Ja, nicht first try. Wir müssen aber nur den richtigen Winkel treffen, dass wir quasi jetzt hier so springen und dann zack. Und boostet. Hoch da. Komm, Digga. Jetzt gönne ich dir alles. Mace Bang. Das könnte schwierig cool werden. Gewesen, aber vielleicht können wir noch hier nachher auf so einem Kran oder so noch landen. Falls ja, als ob. Scramjet ist einfach einer der besten Fahrzeuge zum Stunten, muss ich sagen, Freunde. Aber wir dürfen hier auf jeden Fall auch nicht zu spät abspringen, weil sonst fliegen wir nämlich die ganze Zeit gegen diese Kante. Ich habe auf jeden Fall auch diesmal wieder die Flammen raufgehauen, Leute, weil wir natürlich so flammenmäßig unterwegs sind. Nicht schlecht, Digga. Flammenmäßig unterwegs. Ja. Was mich halt nervt, ist, dass hier diese Teile im Weg sind, da wo ich eigentlich genau springen möchte. So, ne? Aber, okay. Oh, die richtige Höhe hätten wir auf jeden Fall schon mal fast geschafft, aber wir brauchen nochmal den richtigen Winkel. Der Winkel ist halt das langsam Problem. Langsam an und dann zack, Sprung und boosten. Schön. Ja, das sieht gut aus. Der ist gut. Komm schon. Nee, leider nicht. Oh, Mace Bank, tu mir das nicht an. Heute werden wir auch noch probieren, einen BMX-Stand zu schaffen, Leute. Oha, in der letzten noch Episode habe ich gar keinen BMX-Stand genommen, weil ich einen hatte, der war mega zu schwer, aber Leute, der ist gut. Ja, Bauarbeiten. Müsst ihr einmal ganz kurz streiken. Jetzt kommt nämlich der Scramjet-Stunt auf die Mace Bank. Jetzt will ich aber was sehen. Der ist gut. Kann man gelten lassen. Leute, was? Wie schnell haben wir denn gerade bitte schön den Stunt hier geschafft? Nicht schlecht. Ich weiß, wir sind nicht ganz oben raufgekommen, aber das Hauptziel war ja auf der Mace Bank zu landen. Und das haben wir gerade geschafft. Also ich muss sagen, Scramjet-Stunt gemeistert. Und ihr habt euch ja wieder einen BMX-Stunt gewünscht. Das heißt, er macht das hier so ein Handlebar-Grind, springt dann und dann macht er. Oha. Und dann nochmal in den nächsten Grind rein, Leute. Oha. Ah, ja. Das ist auch okay, ein bisschen grinden. Also, ich glaube, Brock, du kriegst das schnell hin. Müssen wir noch ganz kurz ansehen, aber der sieht nice aus. Und ich würde sagen, den probieren wir direkt mal aus, damit wir auch mal heute wieder drei Stunts haben. Also, ich stehe jetzt mal hier mit meinem BMX hier oben drauf. Wir müssen dann quasi den Stunt hier machen, indem wir jetzt hier so. Ich glaube, wir müssen dann allgemein hier so rauf. Dann grinden wir hier lang. Dann springen wir auf dieses Teil. Grinden hier weiter. An seinem Pool, da sind die Ladies. Zwinker zu den Girls hier. Und dann geht's auch hier runter, Freunde. Und also den Stunt. Was hat er da gerade gesagt? Kurz einen kleinen Zwinker zu den Girls. Einen kleinen Zwinker zu den Girls, Leute. Also, ich sag mal so, ne? Würde ich da einen BMX-Stunt machen, würde ich da nicht nur zwinkern, Leute. Den Stunt. Sollte er eigentlich schaffen. Boah, so. Bisschen leggy, Digga, bisschen leggy, aber jetzt geht's. Alles klar, und dann springen wir irgendwie hier rauf und dann kommt ein heftiger Stunt. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich hier wirklich oben starten möchte, weil wir können auch theoretisch uns hier unten ein bisschen mehr Anschwung holen. Hier liegen auch welche. Ja. Das interessiert ja auch gar nicht, dass wir allgemein gerade chillen, ist auch kein Problem. Da machen wir ganz entspannt weiter. Wer kennt's nicht, Digga, wenn der Nachbar mit dem Fahrrad wieder in deinen Garten springt und du am Entspannen bist. Zack, spring doch darüber und dann müsst ihr theoretisch einfach nur noch da so rüberspringen und dann hier so die ran, Leute. Ladies so, zack, mitnehmen, hier ran ganz genau. Fangen wir einfach mal am besten von hier oben an. Dann können wir mal so einen kleinen 360 machen, so, damit es auch nochmal schick aussieht. Und dann hier ein Handbar-Grind, Leute, so. Schön. Okay. Ey, wir haben fast schon. Nein, BMX, das war's fast schon. Bleib hier, wir haben fast schon einen coolen Stunt gemacht. Das ging aber mega, mega schnell. Wir könnten auch theoretisch direkt von hier oben in so einen Handlebar-Grind reingehen, Leute. Das heißt, wir erweitern den Stunt einfach nochmal. Weil ich muss sagen, ich bin ja ein alter BMX-Hase, ne? Und das wäre ja zu langweilig, wenn wir den Stunt ja so normal machen. So, das heißt, wir springen einfach von hier oben runter. Ja gut, das ist gerade noch ein normaler Grind geworden, aber obwohl, das könnte vielleicht auch gar nicht möglich sein, weil die Sachen hier so richtig dünn sind. Ich meine, guckt euch die Scheiben an. Die sind einfach mega, mega dünn. So, jetzt aber Handlebar Grind und Randa, perfekt. Wir machen den Sprung. Sehr stark. Oh, das könnte gut. Nein! Out of the way. 360 und Handlebar Grind ran und nochmal bumpen. Alter. Zack. Sehr, sehr geil. Und in den Pool. Gönn dir eine Abkühlung, Bro. Gönn dir eine Abkühlung. BMX. Und Sprung. Okay, jetzt aber hier Handlebar Grind, Leute. Perfekto. Und den perfekten. Ja. Und. Oh, er hat Alter, ihn fast gehabt. Sag den Ladies hallo. Hallo, Broxo, sag mal. Hast du denn gar nichts von mir gelernt? Also der Typ hier. Leute, der ist doch nur ein Hindernis. Weißt du, wie ich mein? Nein, Leute. Beziehung respektieren wir. Obwohl, Baby. Naja, sie liegt da ganz einsam. Broxo, leg dich doch einfach auf den Stuhl. Den Ladies, ja?
Okay. Oh, Bruder. Korb bekommen. Position sorry, ist entscheidend, sorry, Leute. Bruder. Die ist mega entscheidend. So, jetzt hier. Und Sprung. Oh ja. Sehr und nice. Oh, fast. Ich sag euch, die sind beeindruckt von meinen Stuntkünsten, Leute. Die sind beeindruckt von meinen Stuntkünsten. Nicht schlecht, ich bin sehr beeindruckt. BMX 9! Alle mal Platz machen für den Stuntmeister Broxo. Oh yeah, Handlebar Grind ist am Stüssel, Freunde. Das heißt, es muss ich ordentlich drehen, springen und. Ja. Okay, das zählt nicht, Leute. Das zählt nicht. Das war leider nicht clean genug. Als BMXer muss man sagen, er muss natürlich genau sein. Er muss einfach nur perfekt reingehen und dann den perfekten Sprung. Oh, der ist so, war so knapp. Und Handlebar Grind. Perfekt, Leute. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch den perfekten Überschwung machen, ja? Oh ist nicht schlecht. Ist komm. Das, oh, Leute. Leute, das hat gezündet. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren TikTok Stunt Challenge Episode von Broxplays. Falls ihr die gefeiert habt, lasst ein Like da, Leute. Schallert mal ein Abo raus. Checkt definitiv noch eins von diesen beiden Videos aus. Schönen Tag wünsche ich euch. Fetter Kuss. Dennoch.